Drei Jahre nach dem Ende des Zweiten Weltkrieges war sie die Antwort auf die Shoah, die allgemeine Erklärung der Menschenrechte. Wie steht es um die Menschenrechte 70 Jahre später? Das ist unser Thema jetzt in Alpha Demokratie. Die Menschenrechte sind eine Errungenschaft, aber auch eine Verpflichtung. Vielerorts werden sie in unserer Gegenwart mit Füßen getreten. 70 Jahre Menschenrechtserklärung. Haben wir Grund zu feiern oder doch mehr Anlass zur Sorge? Darüber spreche ich mit meinem Experten im Studio, Professor Dr. Christian Walter vom Lehrstuhl für Völkerrecht und öffentliches Recht an der Ludwig-Maximilians-Universität. Herzlich willkommen. Ja, schönen guten Abend. Herr Professor, wie sehen Sie das? Haben wir tatsächlich Grund zu feiern oder überwiegt doch der Anlass zur Sorge? Ja, 70 Jahre ist zunächst mal ein Jubiläum, das Anlass gibt, sich zu erinnern, zurückzuschauen. Und insofern gibt es Anlass zu feiern. Gleichzeitig, glaube ich, genügt ein Blick in die Welt, um zu sehen, dass es eben auch nicht nur Anlass zu feiern gibt. Die Menschenrechte sind kein abgeschlossenes Projekt. Und es gibt den ein oder anderen Anlass zur konkreten Sorge ja auch. Schauen wir uns mal die Anfänge an. Die Erklärung der Menschenrechte hat ihre Vorläufer unter anderem in der Unabhängigkeitserklärung der Vereinigten Staaten von 1776, in den späteren amerikanischen Bill of Rights und natürlich auch in der Französischen Revolution. Dort wurden mit Liberté, Égalité und Fraternité die persönliche Freiheit, die Gleichheit vor dem Richter und das Weltbürgertum proklamiert. Was war für Sie denn so in der Geschichte das Ausschlaggebende, um Menschenrechte festzuschreiben, niederzuschreiben? Ich glaube, es ist eine so breitflächige Entwicklung, dass man sie nicht auf einen Faktor reduzieren kann. Sicher haben die religiösen Bürgerkriege des 16. und 17. Jahrhunderts eine Rolle gespielt. Toleranz in Religionsfragen vielleicht als erster Schritt, dann als eigenes Recht, Religionsfreiheit. Der zweite größere Faktor, den ich nennen würde, ist die Entstehung des modernen Staates anstelle mittelalterlicher persönlicher Herrschaftsbeziehungen. Der Staat, der absolut mit Herrschaftsgewalt ausgestattet ist und gebändigt werden muss, da kommen die Menschenrechte ins Spiel. Und dann natürlich die Philosophie der Aufklärung, die dazu beiträgt, das Individuum in den Mittelpunkt zu rücken. Und das alles fließt zusammen in den Erklärungen, die Sie schon genannt haben. Und ich glaube, man kann dieses Dokument von 1948 durchaus in eine Reihe stellen. Das Besondere, würde ich sagen, ist, dass es weltumspannend international erarbeitet ist und eben nicht aus einer Region kommt. Schauen wir noch mal ganz auf den Anfang. Eben die Erklärung, wie wir sie in Frankreich hatten, 1789, verkündete die französische Nationalversammlung die Erklärung der Menschen- und Bürgerrechte. Und da hieß es schon, ähnlich wie dann später in unserer Erklärung, wie wir sie jetzt kennen, von 1948, die Menschen werden frei und gleich an Rechten geboren und bleiben es. Aber damals galten diese Rechte doch vor allem den Männern. Ja, natürlich ist sozusagen, es sind nicht nur Männer ausgeschlossen, es gibt, Entschuldigung, nicht nur Frauen ausgeschlossen, es gibt weitere Gruppen, die fehlen. Sklaverei war damals noch ein Thema. Die Juden waren vielfach auch im 19. Jahrhundert nicht gleichberechtigt. Also es ist nicht so, dass man das sozusagen at face value nehmen kann und sagen kann, das gilt für alle. Aber es ist zunächst mal ein erster Schritt, dem viele folgen mussten. Und wir werden vielleicht nachher ja Gelegenheit haben, auch eine Frauenrechtlerin kennenzulernen, die beigetragen hat zu der Entwicklung. Das stimmt, genau. Ja, 1948 wird von vielen Staaten eine Erklärung mit insgesamt 30 Artikeln unterschrieben. Das ist die Geburtsstunde der Allgemeinen Erklärung der Menschenrechte. Hier ein historischer Rückblick. Am 10. Dezember 1948 nehmen 58 Staaten die Allgemeine Erklärung der Menschenrechte in Paris an. Weder eine besondere Religion, Philosophie noch ein spezielles Menschenbild stützen sie, sondern allein die Achtung vor dem Leben und dem Wert eines jeden Menschen. Eine energische Kämpferin für die weltweite Durchsetzung der Menschenrechte, Eleanor Roosevelt. Diese Erklärung wird zur internationalen Magna Carta aller Menschen werden. Dabei ist die Erklärung für die Staaten anfangs noch unverbindlich und es zeichnet sich schon der Ost-West-Konflikt ab.
8 Staaten der sowjetischen Einflusszone enthalten sich der Stimme. René Cassin, der Verfasser der Erklärung, ist sich dennoch sicher. Unsere Erklärung ist der energischste und wichtigste Protest der Menschheit gegen Grausamkeit und Unterdrückung. Mit dieser Erklärung ziehen die Vereinten Nationen die Lehre aus den Jahren der Grausamkeit und Unterdrückung durch die Nazis. Warum war es so dringend notwendig, diese Menschenrechte damals 1948 nochmal festzuhalten? Ja, nochmal kann man ja eigentlich jedenfalls für die internationale Ebene gar nicht sagen. Es gab keinen Katalog auf internationaler Ebene. Es gab die Vorläufer, die aber ja, wie wir gesehen haben, alle aus einem innerstaatlichen Bereich stammen. Man hatte die Gräuel des Zweiten Weltkriegs vor Augen. Das ist im Film ja auch gerade sehr deutlich geworden. Und das Gefühl, es muss jetzt dort ein Zeichen gesetzt werden und ein Katalog für die Ebene des Völkerrechts formuliert werden. Wir haben gehört in dem Beitrag, es sind einige Staaten gewesen, die sich da enthalten haben, die nicht mitgemacht haben. Welche Staaten waren das und warum haben sie nicht mitgemacht? Ja, also der Ostblock ist genannt worden im Film. Es gab inzwischen eben die Spannung zwischen zwei sehr grundsätzlich unterschiedlichen Menschenrechtsvorstellungen. Der westlichen, die sich auf die bürgerlichen Freiheitsrechte konzentrierte, und dem östlichen, die sich auf den wirtschaftlichen, sozialen Hintergrund von Menschenrechten konzentrieren wollte. Das hat man in dem Text mühsam zusammengebracht. Mhm. Staaten, die nicht genannt worden sind, sind Saudi-Arabien und Südafrika. Südafrika vor allen Dingen wegen der Rassenpolitik. Mhm. Und es hat natürlich aus Angst, dass die Falschen da auch zu Rechten kommen könnten. Das Freizügigkeit für alle ist zum Beispiel ein Thema. Und eine Rolle hat gespielt, muss man sagen, auch die Religionsfreiheit, weil sie ausdrücklich einen Glaubenswechsel garantiert. Das war vielen muslimischen Staaten. Ägypten hat mitverhandelt, ein Dorn im Auge. Und die spätere Entwicklung zeigt auch, dass die ausdrückliche Garantie des Glaubenswechsels nicht in allen Dokumenten erhalten geblieben ist. Ja, Sie haben es schon erwähnt. Es ging eben darum, nach den Schrecken des Zweiten Weltkrieges sich auf gemeinsame Werte zu verständigen. Was waren denn diese gemeinsamen Werte? Worauf konnte man sich da verständigen? Es sind ja trotzdem verschiedene Kulturen, verschiedene Geschichten, Historien, die dann aber hier jetzt zusammenkommen müssen. Ja, also bemerkenswert finde ich tatsächlich den Artikel 1, der als eines der wenigen Dokumente, das nächste ist dann eigentlich erst die EU-Grundrechtecharta, die Würde des Menschen in den Mittelpunkt rückt. Und man konnte auch sehen, dass es sehr schwierig war, eine gemeinsame Würdevorstellung zu entwickeln. Das Ergebnis war, dass man nicht begründet, wo die Würde herkommt. Es steht nur im Text gleich an Würde. Aber ob das eine göttlich radizierte, im Naturrecht irgendwie verankerte Würde ist, das bleibt offen. Und ich glaube, es ist gut so. Das sind große Begriffe und die muss man dann unterschiedlich von Kultur zu Kultur, oder jede Kultur oder jede Nation füllt das dann unterschiedlich mit Leben? Kann das denn dann funktionieren? Ja, das ist natürlich eine Frage, wie unterschiedlich die Konzeptionen sind. Ich glaube, dass es trotz allem gut ist, sich zunächst mal auf einen gemeinsamen Begriff zu einigen, auch wenn, Sie haben es vorhin angesprochen, ja, vielleicht unterschiedliche Vorstellungen herrschen von der gleichen Würde von Männern und Frauen in den verschiedenen Kulturen. Dann muss man daran arbeiten, dass in der konkreten Rechtsanwendung vielleicht weiter zu konkretisieren. Aber wenigstens mal als Orientierungspunkt den Begriff zu haben, ist, glaube ich, schon sehr viel wert gewesen. Jetzt haben wir auch, also sind diese Menschenrechte oder diese Erklärung ist zunächst eine Idee, eine Philosophie, aber es sind erstmal keine verbindlichen Gesetze. Was hat das für Konsequenzen? Was bedeutete das? Also ich glaube, vielleicht das noch vorweggeschickt, es ist mehr als nur eine Idee oder eine Philosophie. Es ist immerhin in einem Gremium repräsentativ für die Staatengemeinschaft verabschiedet. Es ist eine klare Reaktion auf die Bezugnahme der Menschenrechte in der UN-Charta. Also man kann es als Konkretisierung der Verpflichtung in der UN-Charta lesen. Insofern ist es, glaube ich, mehr als einfach nur ein beliebiger Text oder eine beliebige Idee. Aber richtig ist, das Dokument als solches ist nicht verbindlich. Die damaligen Verfasser haben an drei Bereichen gearbeitet. Diese Erklärung, eine verbindliche vertragliche Lösung und Durchsetzungsmechanismen. 1948 kam es nur zu der
Erklärung ohne echte Rechtsverbindlichkeit. Der Rest ist dann sozusagen weitere Entwicklungsgeschichte. Aber die Schritte sind ja auch gemacht worden. Was sind denn die wichtigsten Durchsetzungsmechanismen? Also wenn man zunächst mal festhält, verbindliche Texte, die beiden Verträge, rechtsverbindlichen Verträge aus dem Jahr 1966, der Internationale Pakt über wirtschaftliche, soziale und kulturelle Rechte und der Internationale Pakt über bürgerliche und politische Rechte, wo sie schon wieder die Zweiteilung in die östliche und die westliche Menschenrechtsperspektive sehen können. Und dann folgen eine ganze Reihe von konkreten Einzelverträgen, im Grunde genommen bis heute. Die Rassendiskriminierungskonvention, die Konvention zur Beseitigung der Diskriminierung von Frauen, bis hin zu der Behindertenrechtskonvention als dem letzten Text, der jetzt eben auch besonders aktuell ist. Jetzt haben wir einen Europäischen Gerichtshof für Menschenrechte. Wir haben den Internationalen Strafgerichtshof in Den Haag. Das sind so Gerichte, von denen man immer wieder hört. Aber wo sind da die Unterschiede? Wer ist für was zuständig? Also die Durchsetzungsmechanismen können immer nur für den jeweiligen Vertrag geschaffen werden. Das heißt, der Europäische Gerichtshof für Menschenrechte ist für die Europäische Menschenrechtskonvention. Das wäre übrigens auch noch ein Text, den man hier mit nennen könnte. Er ist für Europa im Grunde genommen das, was die großen Erklärungen für die Staaten waren, die am Anfang genannt wurden, und auch was die allgemeine Erklärung eben im weltweiten Maßstab ist, als völkerrechtlich verbindlicher Vertrag. Überwacht heute durch den Europäischen Gerichtshof für Menschenrechte. Und so gibt es für die anderen Verträge auch jeweils eigene Durchsetzungsorgane. Der Internationale Strafgerichtshof kommt aus einem anderen Bereich, nämlich der strafrechtlichen Ahndung schwerer Kriegsverbrechen, Völkermord, Verbrechen gegen die Menschlichkeit. Aber das sind alles Verbrechen, die sich dadurch charakterisieren, dass sie schwerwiegende Menschenrechtsverletzungen beinhalten. Und deswegen ist er natürlich auch als ein Durchsetzungsinstrument zur Durchsetzung der Menschenrechte zu sehen. Bleiben wir beim Thema Justiz, auch wenn die Thematik ein bisschen anders verlagert ist. Aktuell hören wir von diesem Rettungsschiff Aquarius, das jetzt seinen Einsatz auf hoher See eingestellt hat. Und das Rettungsschiff gilt ja als Symbol der Menschlichkeit und hat bisher 30.000 Menschen auf hoher See gerettet und durfte aber jetzt 2 Monate praktisch nicht mehr unterwegs sein, nicht mehr aktiv sein. Das heißt, viele Seenotretter in unserer Gegenwart, die Menschenrechte wirklich auch umsetzen möchten, die Menschenleben retten möchten, werden zum Teil kriminalisiert und stehen zum Teil vor Gericht, müssen sich vor Gericht verantworten, weil sie Menschenrechte schützen wollen und sich dafür engagieren. Gibt es da ein Recht gegen Menschenrechte? Also ein Recht gegen Menschenrechte würde ich nicht sagen, aber auch der Schutz der Menschenrechte muss sich eben in den vorgegebenen Bahnen des Rechts bewegen. Und das ist vielleicht eine gute Gelegenheit, noch mal nachzutragen. In der ursprünglichen Fassung, die noch im Oktober 1948 zur Beratung vorlag, hätte die Allgemeine Erklärung ein Asylrecht im Sinne eines individuellen Anspruchs auch auf Zugang zum Territorium des Staates, der Asyl gewähren muss, beinhaltet. Das konnte sich nicht durchsetzen. Man hat das Asylrecht als Recht des Staates verstanden, zu gewähren, aber nicht als Anspruch des betroffenen Individuums. Was heißt das in der Praxis? Das heißt in der Praxis, dass Staaten darüber frei sind, im Prinzip zu entscheiden, welche Personen ihr Territorium betreten dürfen. Wenn wir über Asylrecht reden, dann reden wir über Personen, die sich bereits auf dem Territorium befinden. Diejenigen, die an der Grenze sind, und damit wären wir jetzt wieder beim Schiff, bei dem die Personen ja noch nicht das Staatsgebiet eines der Zufluchtsstaaten erreicht haben. Diejenigen, die an der Grenze sind, die haben nach dem Wortlaut jedenfalls keinen klaren Anspruch auf Zutritt. Und es ist eine der hochumstrittenen Fragen, ob man an der Grenze noch zurückweisen darf. Ich glaube, es gibt gute Gründe zu sagen, dass das nicht richtig sein kann. Das würde denjenigen, der illegal einreist, privilegieren. Aber es ist nun mal sozusagen weiter ein schwieriger Punkt. Und es zeigt sich auch bei den Schiffen, dass dann eben die Staaten eben doch nach wie vor sehr klar das souveräne Recht beanspruchen, darüber zu entscheiden, wen sie ins Land lassen und wen nicht. Schauen wir uns noch weitere Artikel der Allgemeinen Menschenrechtserklärung an. In ihrem Artikel 6 beschreibt die Menschenrechtskonvention die Rechte eines jeden auf ein faires Strafverfahren und die Gewährleistung der Unschuldsvermutung. Das Recht auf ein faires Verfahren ist in vielen Ländern nicht oder nicht mehr so selbstverständlich. Und in vielen Ländern sitzen Menschen in Haft, ohne einen fairen Prozess zu bekommen. Und das krasseste Beispiel ist wohl das Gefangenenlager in Guantanamo.
Der Blick auf die Bucht geht in Ordnung, doch schon die Autofahrt ins Lager ist tabu. Hier ist ein Großteil der Gefangenen untergebracht. Unsere Begleitung ist nervös. Die Angst vor Racheanschlägen durch Al-Qaida ist groß. Man führt uns in leere Einzelzellen. Kleidung, Zahnbürste, Shampoo und eine Wärterin, die unerkannt bleiben will. Schuldig oder nicht, sei hier keine Frage, versichert uns ihre Kollegin. In dem einen Fernsehsessel pro Trakt dürfen Gefangene bei guter Führung bis zu 4 Stunden pro Woche Platz nehmen. Angekettet natürlich. Wer sich benimmt, darf auch in den Gemeinschaftsbereich oder zum Fußballspiel in den Hof. Als ich nach Problemen frage, heißt es denn auch, manchmal schießen die Gefangenen den Fußball über den Zaun, dann müssen wir ihn wiederholen. Wir zeigen unsere Bilder einem Anwalt in Washington. Er vertritt 14 der Häftlinge. Für die Aussagen ihrer Wärter hat er wenig Verständnis. Die jüngste Beschwerde war, dass ein Wachmann einfach in eine Gruppe Fußballspielender geschossen hat. Nur wegen eines kleinen Streits, der entstand, als ein weiterer Gefangener in den Hof wollte. Zu behaupten, dass die größten Probleme Fußbälle sind, die über den Zaun gehen, ist wirklich eine absurde Täuschung. Unsere Tour nähert sich ihrem Höhepunkt, den maximal 5 Minuten, in denen man ausgewählte Gefangene beobachten darf. Das Licht wird gedimmt. Es ist so dunkel, damit die Gefangenen uns durch die Fenster nicht sehen können und auf uns reagieren können. Sehr gespenstisch. Wir sollen auch schweigen, um niemanden auf uns aufmerksam zu machen. Doch plötzlich kommt dennoch ein Gefangener auf uns zu, in der Hand einen Zettel. Bevor wir Details erkennen können, wird der Dreh hektisch abgebrochen. Die Wächter scheuchen uns um eine Ecke. Als man uns wieder ans Fenster lässt, ist der Gefangene weg. Keiner will uns erklären, was passiert ist. Viele dieser Männer sind wohl unschuldig. Nach mehreren Untersuchungen wurden ursprüngliche Anklagen fallen gelassen. Doch ihre Freilassung wird politisch verhindert. Im Lager gelten sie weiter als feindliche Kämpfer. Man zeigt uns das Lager X-Ray, in dem die Gefangenen in den ersten Monaten gehalten wurden. Brütende Hitze schon am frühen Morgen und winzige Käfige ohne jeden Schutz. Nur der Eimer, der als Toilette diente, fehlt. Wie Sehenswürdigkeiten wird all das präsentiert. Welches Signal geht denn davon aus, wenn die größte westliche Macht, die sogenannte Weltpolizei, tut, was sie tun möchte? Ja, also zunächst mal sind es natürlich wirklich bedrückende Bilder. Und man sollte noch mal festhalten, dass es eben auch nach den Maßstäben der später rechtsverbindlichen Texte eben keine Inhaftierung ohne gerichtliches Verfahren und ohne gerichtliches Urteil gibt. Mit Ausnahme der Kriegsgefangenschaft. Das ist hier möglicherweise eines der Themen und auch ein Streitpunkt in der rechtlichen Beurteilung zwischen Europa und den USA. Aber dass die Menschenrechte doch auch in diesem Fall eine gewisse Rolle spielen, mag man daran sehen, dass der US Supreme Court ja dann, ich glaube, nachdem dieser Film gedreht worden ist, unter Berufung auf eines der ältesten Menschenrechte, nämlich den Habeas Corpus, zumindest teilweise Rechtsschutz gewährt hat. Dessen ungeachtet, ja, ich habe schon gesagt, die Bilder sind sehr bedrückend. Mhm. Auch die britische Premierministerin Theresa May hat schon mal gesagt, Menschenrechte einzuschränken, wenn diese im Kampf gegen den Terror ihr im Wege stünden. Wann kann man oder darf man Menschenrechte einschränken? Also gerade bei der Terrorismusbekämpfung sieht man ja, das ist sozusagen das große Thema Freiheit und Sicherheit, die in diesen Fällen irgendwie eben doch ein Stück weit gegeneinander stehen. Wir alle wollen uns möglichst frei bewegen können, aber wir alle wollen, auch wenn wir uns frei bewegen, natürlich sicher sein. Und manchmal ist es schwierig, beides gleichzeitig zu haben. Der Europarat bemüht sich sehr darum, im Rahmen der internationalen Zusammenarbeit sowohl strafrechtliche Verfolgung von Kriminalität zu ermöglichen, als auch dabei Menschenrechte eben beachtet zu sehen. Es ist leider so, dass mit ganz wenigen Ausnahmen, das Folterverbot wäre ein Beispiel, die Menschenwürde bei uns ein anderes, Menschenrechte nicht ohne Einschränkungen gelten können. Es gibt immer wieder Situationen, in denen man Menschenrechte eben nicht in vollem Umfang wahrnehmen kann. Mhm. Und so ähnlich ist es eben, oder vielleicht nicht nur so ähnlich, sondern die
Bemühungen um Terrorismusbekämpfung sind eines der zentralen Beispiele, wo man das sehen kann. Aber auch inhaltlich viel Spielraum, weil das ja von vielen auch missbraucht wird. Weil viele sagen, wir Menschenrechte einschränken und sagen, ja, wir müssen das tun zum Zwecke des Schutzes vor Terrorismus. Ja, weil aber natürlich auch das, was möglicherweise der Kern ist, für viele gar nicht so klar ist. Das kann man schon, Sie haben vorhin das faire Verfahren angesprochen, das kann man schon innerhalb Europas sehen. Wir würden bei uns sagen, ein Strafverfahren ohne persönliche Anwesenheit des Angeklagten ist völlig ausgeschlossen. In vielen Staaten gibt es Strafverfahren in absentia. Europäischen Staaten mit großer rechtsstaatlicher Tradition. Also das ist insofern eben auch nicht so einfach auszumachen, wo ist der Kern, über den sich alle einig sind. Schwierig. Ja, Menschenrechte erschöpfen sich nicht nur im Schutz des Lebens. Sie betreffen viele Bereiche unseres Lebens. Hier einige zum Beispiel, heißt es im Artikel 22, jeder hat das Recht auf soziale Sicherheit. Artikel 24 meint, jeder hat das Recht auf Erholung und Freizeit. Und Artikel 26 besagt, jeder hat das Recht auf Bildung. Die grundlegende Bildung ist unentgeltlich. Ja, Menschenrechte gelten zunächst auf dem Papier erstmal für alle, so heißt es zumindest. Das heißt aber auch für Menschen erstmal ohne Papiere oder unabhängig von ihrem Aufenthaltsstatus. Wie sieht es denn in Deutschland aus, wenn es um die Durchsetzung grundlegender Rechtsansprüche für Menschen geht, die zum Beispiel eben nicht alle Rechte hier haben können aufgrund ihres Aufenthaltsstatuses? Viele Geflüchtete, die hier sind, gerade wenn es um das Recht auf Arbeit zum Beispiel geht, die arbeiten können und könnten, also physisch könnten und wollten, aber nicht dürfen? Genau, also das sind zunächst mal Rechte, das könnte man vielleicht vorweg noch mal klarstellend sagen, die jeder Staat für seinen eigenen Bereich gewährleisten muss. Gleichzeitig kann man, glaube ich, auch gerade an den Rechten, die Sie genannt haben, sehr gut sehen, dass es diese unterschiedlichen Traditionen gibt. Das ist der Bereich der wirtschaftlichen, sozialen und kulturellen Rechte, der sehr viel stärker noch davon abhängig ist, dass bestimmte, zum Beispiel wirtschaftliche Rahmenbedingungen in einem Land entsprechend gewährleistet sind. Nur dann kann man von einem Recht auf Arbeit vielleicht sprechen. Der Staat kann das nicht erzwingen. Nur dann kann ein Staat es sich vielleicht leisten, Bildung kostenlos gewährleisten zu können und so weiter. Also dieser Bereich von Rechten ist sehr viel mehr auf Ausgestaltung angewiesen als zum Beispiel das Recht, nicht verhaftet zu werden, also Abwehrrechte. Ja. Das setzt eigentlich alles in irgendeiner Art und Weise staatliche Tätigkeit voraus, die von Ressourcen abhängig ist. Und jetzt konkret auf die Flüchtlingssituation kommt es eben noch hinzu, dass unterschiedliche Status von Personen im Staatsgebiet, glaube ich, unvermeidlich sind. Dazu gehört auch, dass man dann erstmal klären muss, wer ist ein Flüchtling, wer ist vielleicht aus anderen Gründen aufenthaltsberechtigt, wer ist als Familienangehöriger nachzugsberechtigt und so weiter. Und in diesen verschiedenen Stadien gelten unterschiedliche Rechtspositionen für die Betroffenen. Das ist, glaube ich, auch ohne weiteres nachvollziehbar. Und das macht aber auch diese Rechte so schwierig, weil sie eben jedenfalls in dieser allgemeinen Erklärung kaum anders formuliert sein können als eben sehr pauschal. Und so pauschal kann man sie am Ende nicht gewährleisten. Ja, Menschenrechte betreffen uns alle, auch für die, das für die meisten von uns kein großes Thema mehr ist. Vielleicht auch, weil wir vieles, vor allem die Menschenrechte, eben mittlerweile so für selbstverständlich nehmen. Dennoch muss man für sie kämpfen und sie verteidigen. Und da kann jeder seinen einzelnen Beitrag dazu leisten, wie Schüler aus Murnau zeigen. Wer hier Platz nimmt, bezieht Position. Alle Menschen sind frei und gleich an Würde und Recht geboren. Alle. In Murnau stehen ab sofort in der Fußgängerzone Menschenrechtsbänke. Damit rücken die vor 70 Jahren verabschiedeten Rechte der Vereinten Nationen mitten ins Leben der Bürger. Sie sollen viel mehr sein als nur ein Symbol. Darum werden sie eingebrannt und sozusagen verewigt. So entstand dann auch die Idee mit den Holzlatten für die Sitzbänke in der Fußgängerzone. Aus den 30 Rechten haben sich die Schüler die ihrer Meinung nach wichtigsten rausgepickt. Ja, für mich ist die Nächstenliebe ja ziemlich wichtig, weil ja, ich glaube, wenn jeder seinen Nächsten lieben wird, wie sich selber noch hat, hat es viele Probleme ja gar nicht geben. Zusätzlich ist ein kleines Buch mit Kurzgeschichten zu den Menschenrechtsartikeln entworfen worden. Autor Jörg Steinleitner hat mit den Jugendlichen die Rechte im Alltag gesucht und auch gefunden.
Ich war sehr beeindruckt, welche aktuellen Themen die Kinder aufgegriffen haben. Im Prinzip spiegeln sich in den Geschichten sämtliche Themen wieder, die momentan die öffentliche Debatte beherrschen. Also Migration, die MeToo-Debatte. Auch wenn die Menschenrechte in diesem Jahr 70-jähriges Jubiläum feiern, sie sind aktueller denn je. Und die Murnauer werden jetzt täglich daran erinnert. Ja, das sind Jugendliche, die das Thema Menschenrechte, diese Theorie praktisch tatsächlich auch in unseren Alltag, in unsere Gegenwart hineingetragen haben. Und sie werden vor allem betroffen sein vom großen Thema Digitalisierung. Digitalisierung und Menschenrechte, wie hängt das zusammen? Ja, zunächst mal vielleicht noch ganz kurz vorweg. Es ist ein schönes Beispiel dafür, wie in ganz kleinem Bereich etwas für das Bewusstsein für die Menschenrechte gemacht werden kann. Und ich finde, es ist auch ein schönes Beispiel dafür, dass das ein ständiges Arbeiten an dem Thema ist. Und das ist eben, hatte ich ja schon versucht eingangs zu sagen, es ist kein fertiges Projekt, sondern das muss weitergehen. Und das, finde ich, kann man in diesem Beitrag sehr schön sehen. Ja, Digitalisierung ist natürlich ein großes und weites Thema, auch was die Menschenrechte angeht. Zunächst mal kann man, glaube ich, sehr pauschal sagen, es birgt viele Chancen. Welche? Wir können Meinungen in einer Art und Weise äußern, wie das früher nicht so ohne weiteres möglich war. Man muss nicht mehr es schaffen, zum Beispiel, dass ein Leserbrief in einer Zeitung gedruckt wird, was ja früher eine der wenigen Möglichkeiten war, wenn man nicht selber journalistisch tätig war, überhaupt irgendwie wahrgenommen zu werden, sondern man kann seinen eigenen Blog schreiben, man kann sich mit E-Mails an alle möglichen Stellen wenden. Also die Kommunikation ist viel einfacher geworden und das macht es natürlich auch einfacher, eine Meinung zu äußern. Man kann sich auch, ja, Stichwort Versammlungsfreiheit, man muss sich nicht unbedingt physisch versammeln. Mal verabreden. Man kann, ja, nicht nur verabreden, man kann sich ja auch virtuell treffen und da gemeinsame Positionen erarbeiten und so weiter. Also in der Hinsicht, glaube ich, kann man schon viele Beispiele finden, wo auch für die Menschenrechte, gerade für die Menschenrechte, Digitalisierung was Positives hat. Gleichzeitig birgt die Digitalisierung die Gefahr, dass meine Gedanken viel einfacher gelesen werden können in dem Moment, wo ich das eintippe, wo ich auch nur eine Frage stelle oder etwas like. Es gibt ja tatsächlich Länder, die gar nicht so weit entfernt sind hier von Deutschland, in denen es durchaus strafbar sein kann, weswegen man ins Gefängnis kommen kann, nur weil man den falschen Beitrag geliked hat. Genau, also es ist dadurch, also wahrscheinlich sozusagen technisch zwangsläufig so, dass andere mitverfolgen können, nachverfolgen können, wo das herkommt. Das birgt Überwachungsrisiken. Deswegen ist das Thema Datenschutz jetzt in einer ganz anderen Dimension auf der Tagesordnung, als es das früher war. Und es kommt vielleicht noch hinzu, was in der analogen Welt auch nicht so ein Problem war, nämlich die Ubiquität. Was heißt das ganz kurz? Das Netz ist überall und alles, was sie machen, ist überall. Sie liken hier in Deutschland und es kann eine fremde Staatsregierung den Like mitverfolgen. Das wäre in der alten analogen Welt nicht so ohne weiteres möglich gewesen. Also die Grenzüberschreitung, das weltweit gleichzeitige Mitverfolgen, das ist wahrscheinlich für den Datenschutz auch noch ein besonderes Problem. Ganz kurz, Menschenrechte, mehr Hoffnung oder tatsächlich mehr Gefahren? Ja, dürfen wir hoffnungsvoll gucken? Ja, sowohl als auch. Aber als optimistischer Mensch würde ich immer eher hoffnungsvoll gucken, die Gefahren im Blick behalten, aber dann sozusagen mit Mut in die Zukunft schauen. Das ist ein guter Schlusssatz. Ich danke Ihnen ganz herzlich und Ihnen danke ich ganz herzlich für Ihr Interesse und wünsche Ihnen einen schönen Abend. Bis morgen.